Willkommen zurück zu einem neuen Roblox-Video. Ja, Leute, heute werden wir weitermachen mit Roblox. Und heute spielen wir ein Spiel namens Restaurant Tycoon 2, was ein Spiel ist in Roblox. Ja, es ist richtig. Du hast schon verstanden. Wir spielen ein Spiel in Roblox. Wir spielen Roblox. Und wir sind Restaurantfachmann, oder wie auch immer man das nennen will. Und ja, das ist der Job, Leute. Leider sehr schlechte Arbeitszeiten, obwohl nicht der Manager wie ich habe schlechte Uhrzeiten beim Arbeiten. Ich meine, ich manage nur, okay? Der Koch, der hat die Arschkarte. Der muss nämlich extrem viel arbeiten. Küche haben richtig beschissene Zeiten, weil die einfach immer arbeiten, okay? Deswegen ein Grund, um kein Koch zu werden. Einfach nur zu Hause. Ich meine, zu Hause kann man so viel kochen, wie man will, okay? Und einen Job haben, der auch viel Freizeit bietet. Wie cool ist das denn, bitte? Aber Leute, lass uns weitermachen und eine Menge Spaß haben, denn ich bin mir sicher, du bist hier, um Spaß zu haben. Und eine Sache, die sehe ich, und zwar, du hast unten noch gar nicht kostenlos abonniert, aber das ist ein großes Problem. Und falls du jetzt denkst, wo ist das Problem? Ich meine, es ist kostenlos. Hallo? Hallo? Für mehr Roblox-Videos lass jetzt einen Daumen nach oben da. Also, ich habe ja schon begonnen, Leute. So ein bisschen. Also, ihr werdet sehen, was ich meine. Da bin ich. Sehr schön, Leute. Ah, hier wäre mein Restaurant. Da haben wir die anderen Restaurants. Das ist übrigens der zweite Teil. Der erste Teil habe ich damals ziemlich oft gespielt, aber hier. Wisst ihr was? Eigentlich können wir was Neues starten, würde ich so sagen. Wie habe ich das bitte benannt? Egal, löschen wir das. Obwohl, ich behalte es. Aber ich mache ein neues auf, okay? Und ich benenne es. Mir fällt kein Name ein. Hallihallo Küche. Hallihallo Küche. Damn, episch, Leute. Best ever. Was haben wir hier? Okay, welche komischen Menschen. Ist interessant, Leute. Hier können wir das Design auswählen. Ich nehme mal... Hier könnt ihr mal alles sehen, was für Designs es gibt. Ich nehme mal das hier. Oh. Oh mein Gott, okay. Lass mal Italien nehmen. Ich will Italien. Komm schon, bitte. Lass mich Italien nehmen. Oh, da haben wir Italien. Okay, sehr schön, Leute. Select. Yes. Willkommen, Mama Mia, zu meinem Restaurant. Nicht mal schön. Okay. Hi, Leute. Na, alles klar bei euch? Ich meine, ich bin mir sicher, ihr wollt gerne hier sitzen, ne? Wir klicken sie an und dann sagen wir, hey, geht einfach dahin. Sehr schön. Ist das deine Freundin? Ich meine, die so. Nee, klar, Spaß, klar, Spaß. Was möchte... Pizza! Mama Mia! Pizza wollt ihr haben? Okay, meinetwegen, ne? Hier, kommt hier hin. Hier können wir kochen, Leute. Und das ist hier ziemlich geil gemacht im Kochen. Wir müssen halt klicken, wie ihr sehen könnt. Das ist halt schon crazy. What the frick? Was tue ich da? Alter, wieso dauert das so lange? Ah, jetzt geht's. Na los. Hallo? Ah, muss ich meine Maus mal bewegen? Ich glaube ja, Leute. Dann geht dieser untere Balken. Geht halt weiter. Was sehr schön ist. Oh, Mama Mia, Pizza machen ist so lange schwer. Na, 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 na. Was ist das nächste überhaupt? Ah, Spindemaus. Ah. Ich bewege jetzt nach links und nach rechts. Aber jede Küche hat seine eigenen Tasten. Sehr interessant, Leute. Wenn wir aber erstmal kochen, müssen wir gar nichts davon tun. Und noch eine. Ach du Scheiße. Was wollt ihr denn haben, alle? Ich meine, Spindemaus. Spinni. Italia. Wahrscheinlich wegen dem hier, wenn man das Ganze... Kennt ihr das, wie die das immer den Teig das so drehen? Wahrscheinlich deswegen, oder? Spinni. Sehr gut. Wundervoll, Leute. So macht man Pizza. Absolut geniale. Und jetzt? Er macht es automatisch, ne? Okay, er kocht einfach. Es ist Sinn, also macht Sinn, dass es automatisch geht. Hier haben wir Pizza. Bis zum geht nicht mehr. Ich hoffe, die gehen nicht weg, weil die angepisst sind. Hier, für meine besten Kunden. Oh, die will was anderes haben. Okay. Bestellung kommt, Freunde. Spaghetti Bolognese. Ah, Spaghetti. So lecker. Kann man nicht anders sagen, Leute. So, wunderschön. Jetzt das hier. Jetzt einfach warten, Leute. 2 Milliarden Stunden. Bis die Bolognese gekocht ist. Jetzt noch ein bisschen Salz und Pfeffer oder Tomatensauce rein. Und dann haben wir es auch schon, Leute. Jetzt noch eine Pizza für den anderen und dann sind wir gut dabei. Wie wär's, wenn wir einfach einen Koch holen, der alles für mich machen wird, hä? Gibt's sowas? Oder eher weniger? So, hier haben wir Bolognese. Gute Entscheidung auf jeden Fall. Also, kann man nicht anders sagen. Muss ich wirklich sagen, Leute. Sehr schön, genießt euer Essen. Und ja, lasst mich aber im Frieden, ne? Das müssen wir aufheben natürlich. Das Geschirr weiß ich natürlich nicht. Hey, wollt ihr mir Geld geben? Komm schon, ich bin doch so lieb. Oh, yes. Danke, Mann. Okay. Können wir irgendwie... Hier können wir Sachen holen, Leute. Hey. Das ist episch, aber ich würde gerne Mitarbeiter haben. Hey, ihr könnt euch gerne schon mal hinsetzen, während ich hier alles manage. Ja, ich bin alleine hier. Ich weiß, absolut crazy. So können wir Sachen bauen, wenn wir Sachen bei IKEA kaufen. Hier gibt es kein IKEA, sondern E-Care. Und hier haben wir das Essen. Also hier gibt es noch eine Menge Essen, das wir freischalten können. Krass, Leute. Boah, sogar bei Italien gibt es auch eine Menge. Wir sind noch in der Beta, das Spiel. Ah, endlich gibt es einen Shop. Als ich es gespielt habe, gab es keinen Shop, Leute. Dann lass uns mal das kaufen. Auto Collect Money. Habe ich schon. Oh, aber jetzt kann man sogar Cash holen. Ja, let's go. 2500 Cash. Wisst ihr was? Lass uns Mitarbeiter holen. Hier.
Player Manager. Holen wir einen neuen Chef. Da haben wir Francesco. Wunderschön, wie du gehst. Motivazione. Okay, sehr schön. Nur noch mehr Mitarbeiter. Waiter. Wunderschön, Leute. Da haben wir einen neuen Mitarbeiter. Was kann man denn noch holen? Waiter. Nur zwei Sachen, ne? Tja. Vielleicht zwei Köche. Dann müssen wir mal eine zweite Küche holen, ne? Also Küche und Küche, wenn ihr wisst, was ich meine. Lass mal einen zweiten gleich holen. Sehr schön. Und der macht dann alles, ne? Genau. Wieso bist du nicht bereit? Kann noch nicht kochen. Okay, bist du dumm? Wahrscheinlich ja, Leute. Ich glaube, der ist ein bisschen dumm. Egal, ist okay. Ich zeig dir mal, wie das geht, okay, mit dem Kochen. Guck mal, das ist eine Ausbildung, Leute. Deswegen ist er hier. Er will mehr lernen. Hier, siehst du das, Francesco? Siehst du das? Genau so machst du das. Oh, perfekto. Mama mia, Francesco. Irgendwann wirst du auch so ein guter Koch sein wie ich. Und dann sind wir beide gemeinsam die Besten der Welt. Hundertprozentig. Sehr schön. Und mehr. Ich meine, momentan erfülle ich für ihn den Job, bis er bereit ist, endlich zu arbeiten. Wieso auch er immer das momentan nicht ist. Ist eine sehr gute Frage, ich weiß. Ich habe keine Ahnung, wieso er keinen Bock hat zu arbeiten. Ich meine, der Leiste geht hier hoch, das heißt, er ist gleich bereit. Francesco, du siehst, wie das geht, okay? Hier, schneide, schneide, schneide. Pfeffer, pfeffer, pfeffer. Und koche, 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 koche. Nicht so lange, aber perfekte Uhrzeit, okay? Ich glaube, er hat es verstanden, Leute. Alter, der fliegt ja echt... Alter, jetzt geht er raus. Jetzt ist er wieder hier. Hallo, Buddy. Ich glaube, der weiß noch nicht genau, wie man arbeitet. Er ist noch ein bisschen dumm, Leute. Ist okay. Ich bin auch manchmal dumm, kann ich verstehen. Oh, er ist bereit. Er hat sich bewegt, Leute. Okay, einmal koche ich noch. Ein letztes Mal, okay? Und danach nie wieder. Ich habe gesagt, ich will kein Koch sein. Ich bin Manager. Dadurch habe ich nämlich viel mehr Zeit als du. Haha. Nee, keine Sorge, ist okay. Ich meine, mach ruhig deinen Job, okay? Ich bin mir sicher, dass was du machst, machst du aus Leidenschaft. Mhm. Du bekommst Geld dafür, okay? Also mach das, was ich sage. Wo ist jetzt der Koch? Hallo? Anne ist Waiter. Chef, da haben wir. Was er erwartet. Sehr schön, Leute. Ganze Geld sammelt sich automatisch. Ich denke, es wird Zeit für ein paar Tische. Auf geht's zu Ikea. Mein Restaurant sieht einfach mal mega italienisch aus von außen. Lass mal sehen, was finden wir denn für Tische? Oh, okay. Hier finden wir mehr Küchen. Ich brauche mehr Tische, ne? Okay, tja, ist eine gute Frage. Was passt zu einem italienischen Restaurant? Bestimmt nicht das, das ist asiatisch. Okay. Aber ein paar Lichter können wir holen. Ja, lass mal... Oh, die Farbe können wir sogar wählen. Okay, jetzt habe ich schon in dieser Farbe gewählt. Zu spät. Egal, Leute, mit Gelb macht man nichts falsch. Ist immer ziemlich gemütlich. Das ist italienisch. Alter, das ist italienisch, Leute. Kann ich zwei davon holen? Eins, zwei, drei, vier. Gleich vier. Und gemütliche Stühle auf jeden Fall. Also, wir nehmen die hier, oder? Ja, wir nehmen die hier. Die sind ganz chillig. Ja. Perfekt. Eins, zwei. Wir brauchen davon 16. Wir haben ja vier Tische. Sehr schön. Lass mal sehen, was es noch gibt. Wir haben leider nicht mehr so viel Geld. Das sieht stylisch aus. Das kaufe ich mir. Nicht schlecht. Okay. Ah, das sieht auch geil aus. Nicht gerade mega italienisch, aber whatever. Whatever, whatever, ever. Und ein paar Bilder. Sehr wichtig, Leute. Sorgt für die Stimmung. Hier ist ein Fisch. Wir holen Fisch. Wir holen zwei Laternen. Das war's mit dem Geld, Leute. Wir sind jetzt pleite. Das heißt, wir gehen zurück. Hey, Lady, vielen Dank für Ihre Beratung. Sie haben zwar nichts gemacht, aber Sie schauen irgendwie sehr bekifft. Ich glaube, Sie hat ein bisschen Drogen genommen, Leute. Ich glaube, Sie hat ein bisschen was gesmoked, ja, mit Sicherheit. Mehr Tische. Oh mein Gott, Tag 2. Hallihallo, Küche. Beste Küche in deinem Leben, okay? Oh, der ist gestorben. Hey, was haben wir hier? Bronzetier. Open. Oh mein Gott. Wir haben Eis bekommen. Yes. Bruder. Das ist der Wahnsinn. Ich liebe mein Leben gerade. Okay, dann würde ich sagen, wir platzieren mehr Tische, oder? Ja. Okay, lass mal sehen. Erstmal Tische. Die platzieren wir jetzt einfach mal. Ja gut, also immer zwei sitzen an dem... Okay. Momentan müssen wir es auch kleiner machen. Ist okay, Leute. Wie kann ich es drehen? Also. Okay, dann platziere ich... Nein, das war falsch. Wie kann ich es entfernen? Ich würde es gerne entfernen. Oh nein, nein, was tue ich da? Hier hin. Und hier hin auf jeden Fall. Ah, das wird dann zu einem Tisch, oder? Wenn man die nebeneinander platziert? Ich glaube, ja. Okay, interessant. Jetzt sehen wir die Stühle. So. 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 Perfekt. Sieht gut aus, ne? Gefällt mir auf jeden Fall. Mehr davon. Wunderschön, Leute. Das sieht echt richtig geil aus. Ich bin gerade glücklich. Ich bin gerade einfach Mama mia glücklich. Hier zwei Lichter. Perfekt. Ein bisschen Erde, damit die sehen, hey, wir leben übrigens auf der Erde. Also genießt doch einfach mal euren Tag hier. Bisschen Fischbilder.
Packen wir mal. Hey, der Fisch kommt hier hin. Nice, Leute. Laternen. Boah, das ist auch chillig, Leute. Laternen sind feier ich mega, Bruder. Laternen sind wunderschön. Nehmen wir mal eine hier hin. Hey, let's go. Sieht das geil aus, oder sieht das geil aus? Ist auch noch da. Ist es ungefähr die Mitte? Ungefähr? Nein, das geht so nicht, Leute. Move. Das müsste. Ist es die Mitte? Ich habe dort nicht. Oh nein. Ups. Das wollte ich. Ich habe auch schon die Wand entfernt. Es tut mir leid, okay? Ja, lassen wir es einfach so, whatever, Leute. Hier haben wir noch einen Stuhl, aber ist okay. Ist okay, können wir behalten einfach mal. So, jetzt können mehr Leute kommen. Wir brauchen jetzt noch mehr Geld, ne? Ich würde sagen, ich hole mir noch mehr Geld. Und zwar, hier, 500 Robux. Wunderschöne. Mama mia. Okay, perfekt, Leute. Jetzt haben wir wieder Kohle. Das heißt, ich würde sagen, wir holen noch eine zweite Küche. Dazu müssen wir aber den Ort vergrößern. Ja, das sollten wir tun. Player Managers. Oh, ich kann andere Leute zum Manager machen, wenn ich will. Das ist ja mega witzig. Will ich aber das gar nicht. Ich würde ehrlich gesagt, jetzt wo viele Leute kommen, noch eine Küche muss ich haben. Das ist sehr wichtig, Leute. Na gut, dann würde ich sagen, wir gucken mal nach einer neuen Küche. Wie Expanded Plot. Hier. Okay, dann würde ich sagen, wir holen das. Und nochmal. Waiter Trace, was ist das hier? Kann mehr Teller tragen. Okay, das soll ich tun, Leute. Tip Jars. Unlocks the Tip Jar, Ikea. Gives you some spare change. Card Payment. Die können mit Karte zahlen. Sehr schön. Aber so ein Tip Jar ist quasi sowas, wo die quasi Spenden reinlegen. Oder nicht Spenden, aber hier, wie heißt das Wort? Trinkgeld! Basic Advertisement, Werbung. Wunderschön, Leute. Perfekto. Jetzt sollen wir mehr Geld bekommen, auf jeden Fall. Ich glaube, ich habe noch ein bisschen mehr Geld hier. Einfach mal Spaß, weil der Anfang so ein bisschen langsam ist. Bis natürlich das Geld von alleine reinkommt, ne? Aber sehe ich eigentlich hier, wie groß mein Platz ist oder nicht? Ich meine, sehe ich es oder nicht? Lass mal kurz sehen, lass mal kurz die Wand bewegen. Move. Wir können sich wirklich weit bewegen, ne? Das ist merkwürdig. Wie soll ich das mal dann vergrößern, hä? Oder ist es größer geworden? Ist es schon größer geworden? Nee, ne? Merkwürdig. Ich frage mich dann echt, wie wir unser Restaurant verbessern können. Und da gibt es zwei Pfeile. Da gehen wir jetzt mal hin gleich. Lass mal nochmal kurz vergrößern unser Restaurant. Gucken, ob da was sich vergrößert oder nicht. Und? Ah, es vergrößert sich also doch was. Interessant. Okay. Das gefällt mir. Hey, hier. Tipjar. Let's go. Holen wir gleich zwei Stück davon. Oder drei. Was immer das bringt, so viele. Der Pfeil zeigt aber noch woanders hin. Hallihallo, Küche. What? Ah, hier rein. Ich glaube, ja, Leute. Hi. Walls and Roofs. Hey, das ist chillig. Nicht schlecht, nicht schlecht. Lass mal mit ihm reden. Hey, kann ich was holen? Oder nicht? Ah, es kostet sogar ein bisschen Geld. Crazy, Alter. Irgendwie ist das geil. Was ist hier aber? Window. Fenster. Lass mal ein paar Stück davon holen. Immer eine gerade Zahl am besten. Gleich 10 Stück, würde ich sagen. Und ein paar mehr Wände. Was soll das bringen, so Leute? Wände bringen, glaube ich, erstmal gar nichts, oder? So, ich würde sagen, wir werden das mal bewegen hier. Das sollte auf jeden Fall zur Seite gehen. Move. Geht das hier? Kann ich bewegen? Kann ich jetzt nicht bewegen, Leute. Ich muss erstmal. Okay, ich weiß schon, was ich machen muss. Das ist natürlich ein Problem jetzt gerade. Eine Sache, die ich noch machen will. Ich will kurz so Ikea, habe ich vergessen zu holen. Wird wichtig sein, sehe ich gerade. Gleich endet der Tag aber schon, Leute. Oh, hier ist ein Zuschauer. Ich antworte den mal. Hey, what's up, brava? Hey! Hey, let's go! What's up, guy? Alter, der hat Muskeln. Alter, ich schreibe mir das mal. Ey, du hast ja mega geile Muskeln. Damn, Bro. Wie kann man so geile Muskeln haben? Wie du? Hier, so ein Tisch wäre ganz chillig. Lass mal gleich zwei davon holen. Wunderschöne. Mama mia. Geld, day free. Bekommen wir was Neues? Wir bekommen sowas hier. Thanks, sagt er. Bin ich im Video. Ja, das bist du. Yep. Oh, Pizza. Oh, no, no, no. Pizza Pepperoni haben wir freigeschaltet. Der Wahnsinn. Oh, das ist super, Leute. Super duper. Best ever. Sieht geil aus auf jeden Fall. Werde ich mir gönnen. Nice. Wunderschön. Kann man mehr davon holen, von diesen Lootboxen? Wisst ihr was, Leute? Ich werde erstmal. Habe ich eine Küche geholt? Oh, habe noch gar keine Küche geholt. Aber Tipjars habe ich geholt, ne? Na gut, dann lassen wir mal das aufstellen. Und Fenster werde ich auch gleich machen. Glastable. Hallo? So, da können die ein bisschen was reinlegen an Geld, wenn die wollen. So, eine hier in der Ecke. Und jetzt nehmen wir Tipjars. Kann ich sie nicht platzieren? Ah, jetzt geht's. Hier ein. Hier ein. Wie habe ich geholt? Okay, zum Glück genug.
Einen, what? Nur drei? Okay, ich habe nur drei leider. Als nächstes müssen wir hier eine Küche finden. Ich glaube, die werden oben sein. Ja, hier oben gibt's crazy Sachen, Leute. Boah, da ist ja sogar ein Lagerfeuer. Wie teuer ist das denn? 140 nur? Sofort. Der Drache, wie teuer? 250 nur? Alter, sowas sieht auch schön aus. Feuer. Wahnsinn, ey. Und Italia. Wo ist Italia? Mexiko ist das. Okay, das ist ein bisschen blöd jetzt. Wenn es hier nicht mal Italia gibt. Oh mein Gott, das ist blöd. Egal, holen wir das hier. Ein Schild. Sieht sehr schön aus. Und hier haben wir eine schöne Küche. Die holen wir auch gerne. Hol ich gleich zwei Stück davon, weil die echt billig ist. Und ein Kühlschrank. Kann ich auch mal holen. Wozu auch immer der da sein wird. Wir können jetzt sogar die Farbe bestimmen. Verdammt. Ich kaufe es einfach mal so. Holen wir erst. Oh, neuen Chef kann ich nicht holen. Erst gleich. Okay. Dann würde ich sagen, wir stellen einfach mal eine neue Küche hier auf. Die echt klein ist. Achso, nee, das ist genau dasselbe. Das ist orderartig. Ah. Okay, machen wir so. Zwei weitere Küchen. Sehr schön. Dann haben wir sowas wie ein Fireplace hier. Alter, wie chillig sieht das bitte aus? Ich meine, der Bambus, der versperrt gerade alles. Aber da sieht man halt, wie viel Platz wir jetzt haben, ne? Viel mehr, Leute. Nicht schlecht, Freunde. Wieso gibt es kein Geld bei den Trinkdings, der Bums da? Wieso legt da keine Geld rein? Soll ich es vielleicht nicht auf die Tische legen? Hier Ordertisch brauchen wir. Ah, hier Orderstation. Holen wir gleich zwei weitere. Interessant. Die packen wir jetzt einfach mal hier hin. Sehr schön, jetzt haben wir... Oh, ist echt geil. Drei Küchen gleich hintereinander, Leute. Irgendwie feiere ich das. Aber na gut, Leute, ich würde sagen, ich werde die Folge vielleicht mal stehen lassen. Vergesst nicht, dieses Video mit einem Daumen nach oben zu bewerten. Abonniert unten kostenlos, um keine Videos mehr in der Zukunft zu verpassen. Falls du schon getan hast, aktiviere die Glocke da unten. Dann wirst du immer benachrichtigt, sobald ich das Video hochlade. In der Beschreibung findest du mein Merch und mein Instagram. Und ich sehe dich im nächsten Video wieder. 3, 2, 1, bye bye!